Hallöchen! Willkommen zurück zu mal wieder Let's Play Spellforce Shadow of the Phoenix Co-op. Ja, ich bin natürlich wie immer nicht alleine, wir spielen ja schließlich Co-op. Allerdings konnte der liebe Eckhart heute nicht und es hätte wahrscheinlich auch eine Weile gedauert. Und ich hatte so große Lust mal wieder aufzunehmen. Er sicherlich auch, aber wie gesagt, er hatte keine Zeit. Aus dem Grund springt heute für ihn der liebe Aste ein. Hallo, liebe Leute. Ich bin der im Cross so ein bisschen redet. Und ich war auch schon mal bei Knights of Honor dabei. Allerdings kann ich mich da nicht hören. Ja, genau. Das ist ja immer mein Knights of Honor, dann nimmst du den Skype-Ton nicht mit auf und so. Und ja. Aber genug davon gesprochen. Ich starte mal den freien Spielmodus. Wir nehmen natürlich wieder unseren General Cross. So, wir nehmen LAN. Spieler schaffen. Und es müsste sein, ich suche gerade mal. Das müsste Whisper sein. Ja, ich guck gerade, was Whisper ist. Welche Karte? Ist das die 11? Genau, Co-op 11. Dark. Was spielen wir? Dark oder Light? Ihr habt bisher immer mit Light geschafft. Ich glaube, das wäre auch mal gut, mal mit Dark zu schaffen. Ja. Dann schaffen wir das doch mit Dark. Dürfte ja kein Problem sein, oder? So, gut. Dann nehmen wir Dark. Normale Gegneranzahl. Probieren wir es damit. Das müsste aber eigentlich hinzubekommen sein. So, machen wir. So, bitte warten. So, und Ja, jetzt. ich habe dich gefunden. Ah, sehr gut. Sehr gut. Gut. Und, welchen Startpunkt Ich willst du probiere nehmen? mal die Trolle. Du probierst die Trolle. Ich nehme die Orks. Oder lass mich Okay. kurz überlegen. Nein, ich nehme die Dunkelelfen. Die mag ich dann doch noch ein wenig lieber. Eventuell kann ich nachher die Orks mitnehmen. Noch, weil ja, Orks-Trolle, die gehören irgendwie ein bisschen zusammen, so vom Aussehen her. Ja. Gut, dann Spiel schließen und du bist bereit, oder? Ja, Status grün gesetzt. Ja, ich bin bereit. Dann starten wir mal das Spiel. So. So, am besten jetzt gleich noch ein paar Worte zum Special. Das Special, ja, da haben sich ja auch schon so. Du hast dich ja auch schon angemeldet, da hat sich, glaube ich, noch Ja. jemand ange, da hat sich, glaube ich, noch jemand angemeldet und so. Also zumindest noch einer, der gern mitspielen würde. Ansonsten, der Special, das Special und der Trailer und das Infovideo zum Special ist in der Videobeschreibung, der Link. Und Und ich bin ja auch dabei, wie Cross schon gesagt hat. genau, so. Ich würde sagen, wir rennen ja wieder erstmal ein bisschen rum, bevor wir uns. Ich habe noch Erinnerungen, und da stehen, glaube ich, Heldenmonumente ziemlich dicht an der Basis. Also Ja, wollen wir mal versuchen. ich sehe schon eins, ich sehe schon eins. Du siehst, Und wo ich stehe? ja. Und ich würde sagen, wir holen das Heldenmonument und dann probieren wir das gleich so, oder? Ja, das könnten wir tun, ja. Allerdings müssten wir die auch verteidigen. Also, da glaube ich, kommen auch Gegner lang. Oder weiß ich nicht. Ja, müssen wir mal sehen. Ich habe es am liebsten so, dass man so beides ein bisschen hat. Also sowohl natürlich auch RPG als auch natürlich auch Lagerbau. Einmal ist hier unten. So. Ach, du gehst da, war gerade woanders hin. Ja, ich habe gerade auch schon meins gefunden. Das aktivieren wir und beschwören da mal unsere Helden. Außer wir haben hier noch bessere? Nein. Ja, doch schon, aber dafür haben wir noch nicht die nötige Stufe. So, die sind Stufe 8, die Und sind Stufe auch nochmal muss ich 6. sagen, mein Held ist ja ein bisschen stärker, also habe ich auch ein bisschen besser Ruhen. Ich hoffe, das stört die Zuschauer dann nicht so. Nein, es wird schon in Ordnung gehen.
Also mich stört's nicht und weiß nicht, ob das mir, weiß nicht, ob das euch Zuschauer sonderlich stört. Ja, du hast halt diese Karte hier schon gemacht. Ja, das ist halt ein bisschen Vorteil, ein bisschen Nachteil halt. So, das habe ich mal. Und so. Was hast du da? Aste, Krieger, Rutger, Metallist, Zeltas. Kommst du zu mir hoch? Ja, ich denke schon. Also ich glaube, die Gegner müssen hier von drei Seiten kommen, Dann was ich kümmern wir gesehen uns habe. doch um die Gegner, die von Norden kommen. Und um da um sämtliche Lager. Was hast denn du eigentlich für einen Charakter da? Meiner ist auf Elementarmagie Eis und Feuer gelegt und Mentalmagie Defensiv, weil Magier ohne Mana kann nicht kämpfen und ist halt eine gute Ergänzung dafür, wenn er halt kein Mana mehr hat. Ja, mit Zaubern wie Mana-Raub zum Beispiel, oder? Ich muss ja meine Helden hochschicken. Sehr schön. Genau, hier hinten war noch so ein großer Berg. Sieht man vielleicht so. Naja, im Schatten ist das schwer zu sehen. Aber da war noch ein großer Berg. Und ich denke mal, da werden wir vielleicht auch noch irgendetwas finden, was nützlich ist. Kämpfer Tillet, Krieger Hrodka habe ich zum Beispiel auch. Kämpfer Tillet. Kurz gucken. Oh. Kämpfer Tillet, Stufe 12. Das heißt, du bist schon Stufe 14, dein Charakter? Ja, ich hoffe, das ist nicht zu hoch. Nee, nee. Und das war die höchste Karte, die du bisher gemacht hast hier. Ja. Okay. Warte, ich muss kurz gucken. Was hat Also denn der? Dunkelelfen. Ah, der hat Schlachtruf. Los, Attacke. Attacke. Los, ab. Berserk noch drauf. So, dann machen wir mal hier die ganzen Gebäude kaputt, die hier so haben. Oh, da ist auch noch eine Kiste und noch ein Lager. Ah. Denk mal, du räumst die Kiste aus, oder? Jo, das kann ich machen. So, was haben wir hier drin? Zaubernebel, Elementarmagie, Eis ist das. So. So, und ein Gebäude ist es noch. Und ich würde sagen, dann gehen wir erstmal in Richtung Ja, Berg. meine Helden kommen da gar nicht mehr ran, das ist Gebäude. Du bist gleich tot. Oh, was hast du da gerade auf mich gewirkt? Ein Dornschild. Was können meine eigentlich noch so anzaubern? Oh, die Aura der Stärke kann man ja mal anmachen. Ja, wenn du die schon anmachst, brauche ich die ja nicht meiner Priesterin auch noch anmachen, oder? Ja, aber meine gibt's für deine, glaube ich, keine Buffs. Nee. Achso. Also für deine eigenen Einheiten könntest du die anmachen. Geil, jetzt haben wir alle so einen Buff da drauf. Machen wir auf das Lager und dann bauen wir unser eigenes auf, oder Wir machen machen wir. noch, ich würde sagen, wir machen noch das Lager und das andere Lager und das andere Dunkelelfenlager, was wir da noch gesehen haben. Ja.
Und dann bauen wir unser eigenes auf. Ich überlege gerade mit Dunkelelfen. Das könnte. Da brauche ich dringend auf jeden Fall Mondsilber und vor allem Aria, um mich verteidigen zu können. Oder ich baue halt Armee. Das geht beide. Es würde Kannst du beides denn gehen. schon Mondsilber abbauen? Weiß ich noch gar nicht. Aber ich glaube, Aria kann ich abbauen. Denn ich brauche für die Türme hauptsächlich Aria und kein Mondsilber. Mondsilber brauche ich dann bloß für die Elite-Einheiten, die ich sowieso noch nicht habe. Ja. Aber ich glaube, Aria habe ich inzwischen schon. Ah, das sind solche Boten des Wahnsinns. Na toll, das wird lustig. Mein Mentalist ist da sehr gut drin, der kann Schockwelle. Attacke. Oh. Meine Priesterin stirbt gerade weg. Oh, ist nicht so gut. Jetzt sie geheilt. Mal noch Berserk aktivieren und voll auf das Gebäude. So, was haben wir hier drin? Ein Zauber-Todesschlag, Stufe 6. Ma Malachit und Zaubermagie aufspüren, Stufe 5. Sehr schön. So, oh, es ist nur noch ein Viertel-Level, dann ist auch mein, oh, ist deine, nee, deine Priesterin lebt noch, das ist gut. Noch ein Viertel-Level, dann ist auch mein, General Cross Stufe 13. Mein Hauptheld, der kann irgendwie nicht seine Fähigkeiten richtig ausspielen, so in der Gruppe. Ja, das ist halt. Ja, in so einer Gruppe ist so in so einer Gruppe ist das alles meist noch ein Stück anders. So, was haben wir hier? Stufe 6. Wir könnten uns dann eigentlich auch mal wieder um die Elementarmagie Feuer kümmern. Ich guck gerade, haben wir hier ein paar schöne Feuerzauber? Stufe 10 alles. Ich habe wirklich ein paar sehr schöne. Stufe Denn ich 6. habe Feuerball Stufe 7 und 8 in meinem Zauberbuch, kann ich aber noch nicht benutzen. Sogar Elementarbeschwören habe ich bei mir drin. Ah, cool. Aber das kann ich auch noch nicht benutzen. Oh, mein Gizzo stürmt wie immer voran, aber so ein Goblin ist halt auch scheiß schnell. So. So, aber ich find's schön, dass endlich mal wieder Spellforce aufgenommen ist. Dann kann das auch so als Nebenprojekt neben dem Let's Settle herlaufen. Ich habe nämlich auch vor, vielleicht ein paar Tagen in der Woche zwei LP-Parts rauszubringen. Ich würde sagen, das wäre schon ganz gut. Hast du eigentlich schon gesehen, dass man mehr als Schockwelle kann? Das habe ich gesehen. Ziemlich cool. Lässt du deinen Krieger Rotgar, warte, nee, ich lass meinen mal Schlachtruf aktivieren. Und Attacke. Und los. Attacke. Berserk.